Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus DGame Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sind, oder ich sage mal so, wir werden den Bauplan hier weiter verfolgen, weil wir hier den Nachbarschaftsbonus kriegen und dadurch, wie soll ich sagen, ein wenig weniger Energie brauchen als beim anderen. Und die Energie herstellen ist, glaube ich, das, was mit am wildesten wird. So, hier brauchen wir 666,7 Fuel Oil. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, wenn ich diesen... Kann ich den weißen Block da drin nicht verheizen? Moment. Doch, kann ich. Wenn ich den nehme und den herstellen möchte, hier brauche ich 1600 Liquid Fuel. Was mich dazu bringt, dass ich das aus Fuel Oil und Residualgas herstellen kann. Könnte auch hier, wo haben wir denn hier richtig viel Fuel? Eigentlich nur da, ne? Was haben wir hier noch? Wir können das, glaube ich, aus diesem Fischzeug herstellen, ne? Vegetable Oil und genau so. Dann machen wir das schön. Und hier aus Nutrient Pulp, dann nehmen wir nämlich. Und was mache ich aus dem Base Mineral Oil? Produkte, Nutrient Pulp, Synthesegas, Acetongas. Spaced Mineral Oil? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was kann ich damit machen? Kann ich auch nicht verheizen, ne? So herstellen möchte. Warte mal. Nee, da ist irgendwas falsch. Ach so, ja, da fehlt... Ah ja, ich sehe schon, Ja, 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 ich muss diese Herstellung, die habe ich ja nur. Das ist das, was ich brauche. Kriege ich wieder das Falsche an? Das ist das, was ich brauche. So. Und dann brauche ich davon. Und da kann ich jetzt, glaube ich, Fuel Oil herstellen in diesen Arten und Weisen hier. Und dann kann man das mal ausgucken. Und dann brauche ich deutlich mehr davon, ne? 1800 Vegetable Oil. Wir kriegen jede Menge Base Mineral Oil dazu. Ich will gerade, also ich möchte es gar nicht ganz gerne auf pflanzlicher Basis irgendwie hinkriegen, dass ich auf pflanzlicher Basis hier durchkomme. Das will ich nicht mehr machen. Damit ich nämlich auch keine Charcoal dazu liefern muss und keine Charcoal produzieren muss. Das ist sozusagen mein Ziel. Dass ich hier natürlich noch wieder ein anderes Gas als Zutat brauche, ist jetzt nicht unbedingt ganz so schön, aber ich habe keine andere Möglichkeit, das Zeug herzustellen. Wenn ich das richtig sehe, kriege ich das ja nur hierher. Oder aus dem Fass. Ne? Woanders kriege ich es ja nicht her. Das heißt also, das brauche ich unbedingt. Da müssen wir mal gucken, wo wir das herstellen können. Also wir können es ja so herstellen. Ja, dann steht mehr Synthesegas, Synthesegas, Synthesegas. Kann ich aus Synthesegas das auch herstellen irgendwo? Nee, ne? Aus Synthesegas kann ich nicht herstellen. Immer so ein Nebenprodukt. Ich meine, in der Plastikindustrie haben wir ziemlich viel davon rumfliegen, aber es könnte sein, dass uns das da ausgeht. Und wir dürfen, oder ich möchte halt nicht irgendwas haben, was ich, wo es ausgehen kann. Base Mineral Oil und Dampf kann ich natürlich verarbeiten, aber dann kriege ich 100% Synthesegas. Ich weiß nicht, was ich mit dem ganzen Synthesegas machen kann. Ich habe ja bloß 500 Liter davon. Das habe ich ja gar nicht. Okay, das ist also auch eher mehr oder weniger der Wunschvater des Gedanken. Na gut, gucken wir erstmal, wo wir das Vegetable Oil herkriegen. Genau, das machen wir hier durch die Filterung, durch den Keramikfilter. So, Vegetable Oil, Nutrient Pulp bleibt dann über. Daraus kann ich aber auch wieder, glaube ich, genau dieses Fuel Oil machen, ne? Das ist eigentlich nicht schlecht. Raw Vegetable Oil. So, jetzt gucken wir mal, wenn ich das aus Bohnen machen möchte. Wir klicken das mal durch mit Bohnen. Ich möchte Bohnen. Natürlich können wir die hier aus das oder aus dem machen. 20. Eigentlich steht egal. So, und dann brauchen wir da 400 Felder für. Die Felder nehmen wir, brauche ich 200 Felder dafür. Würde gehen, okay. Ist aber schon jede Menge Platz, ne? Also mit den Bioprozessoren, aber es würde alles gehen. Oilpresse, die würde das rauspressen. Okay, okay, okay. So. Wenn ich jetzt das
Raw Vegetable Oil, aber wir gehen mal jetzt den Weg aus diesen Pips machen möchte. Diese Pips kann ich herstellen aus... Ja, daraus sind es nur noch 43, wenn ich das herstellen muss. Ja, das ist natürlich deutlich weniger Felder, ne? Hab aber so ein bisschen Nebenprodukt, aber das ist eigentlich scheißegal. Ich weiß nicht, was die Pips sind hier. Was ist das für eine Frucht? Ich weiß auch nicht, wenn ich Pips und Fruits, aber kann ich die Fruits auch zerquetschen? Kann ich denn das Zeug auch aus... Nuts kann ich es nochmal. Wir können ja mal Nuts noch durchklickern, aber ich denke mal, da brauche ich noch mehr. Bei Nuts, glaube ich, brauche ich noch mehr. 200 Nuts. Da kriegen wir Leaves, hier kriegen wir nur Nuts. Ja. Geht eigentlich auch. Also eigentlich könnten wir auch auf Nuts gehen, aber da brauchen wir hier. Was ist das denn hier? Ach, das ist der Samen dazu. Okay. Mal gucken, ob wir den haben. Und den herstellen können. Können wir den herstellen? Aus Anemolien. Oh, die kriegen wir da raus. Dann müssen wir gucken, ob wir die Samen haben. Schon. Oder nicht. Aber es geht auch, ne? Also es sitzen mit den Feldern, sind das dann 85 Felder. Das geht auch locker durch. Da kriegen wir das dann raus. Dann haben wir das, dann haben wir das. Und das müssen wir zuliefern. Purified Water ist kein Problem. Robust Mud Water ist noch weniger ein Problem. Und dann hätten wir hier 1 Gigawatt an Leistung. Mit den ganzen Gebäuden. Das ist ja locker auf eine Hälfte hinzukriegen. Na gut, die Dinger, 139 Stück davon, wäre natürlich, oder ist natürlich ganz schön viel. So, die müssen wir sowieso erstmal herstellen. Da wollte ich jetzt sowieso dran und die herstellen. Enemene Mist, das rappelt in der Kiste. Was brauche ich denn dafür überhaupt? Habe ich die schon erforscht? Erforscht habe ich die schon. Da brauche ich eine Dampfturbine, Titanpipe, Prozessoreinheit, Titanium Gearby. Okay, das wird also auch etwas für die Art und Weise der Produktionskette hier. So und nicht anders. Hätte ich das gesehen. Dann gucken wir mal, was wir da alles brauchen. Wir machen hier erstmal ein paar Leerfabriken hin. Warum hat es eigentlich die dann nicht mitkopiert? Auch schon wieder schwierig. So, machen wir erst so ein paar Leerfabriken hin. So, wir wollen, also Endprodukt steht fest. Endprodukt ist das Ding. Dafür brauche ich das Ding. Dafür brauche ich das Ding. Dafür brauche ich das Ding und dafür brauche ich das Ding. Ja gut. Brauche ich dafür? Hm, dann haben wir alles. Offenbar. So, dann müssen wir mal ein paar blaue Kisten machen. Machen Sie mal ein paar blaue Kisten. So, da stehen auch schon keine Greifarme, aber das kriegen wir ja auch noch wieder hingestellt. Turbo-Greifarm. Die Richtung, die Richtung, die Richtung. Strommast, hier einer hin. Da einer hin. Das langt dann auch soweit. So. Gut. Dann sagen wir hier erstmal nichts produzieren. Kann ich auch nichts sagen? Ja doch, ich kann nichts sagen. So. Das machen. Das machen. Das machen. Das machen. Das machen. So, hier stehen dran, wie viel wollen wir da haben? 200, ja, können wir machen. Davon 50, okay, ja, da 50, hier 50, da 50 und hier 200, ja, das stellen wir auch erstmal 50. So, jetzt geht's erstmal los. Jetzt wird hier ordentlich gesammelt, gesucht, geflogen und gemacht und getan und hergebracht. Damit dann das hier alles vollautomatisch entsteht. Und dann haben wir die Dinger nämlich auch sozusagen im Lager. Jo, da sind ja dann jetzt doch ein paar mehr Waren unterwegs hier wieder mal. Naja, gut. Okay, also das haben wir jetzt erstmal hingestellt. So, und jetzt ist die große Frage. Also wir haben ja nebenan das Teil, wo wir es aufbauen können. Dieses Gas, das ist das Einzige, wo ich sage, das möchte ich ganz gerne eigentlich in Massen irgendwo herkriegen. So, ich guck mal, ob es da noch, gibt es da noch irgendwie, ich glaube, es gab in der Forschung noch was, was mich
da noch näher dran gebracht hat oder noch mehr Möglichkeiten gegeben hat, dieses Gas zu erforschen, oder? Komm mal her, Riese. Ist das hier irgendwo mit dabei gewesen? Das ist alles möglich, nämlich das, was ich suche. Das ist die einzige. Ah, hier wurde das einmal erforscht, dass das einmal dann da ist. Dann haben wir hier das noch in der Kette. Okay, das hilft mir aber auch nicht weiter. Was sind Zurück-Button hier eigentlich? So, und dann haben wir hier nachher die Module und sowas. Nee. Ich denke, das ist wirklich die einzige Sache, wo ich sehr kriege hier. Und die haben, hier immer noch die Gassynthese. Warte mal, das ist doch hergestellte Produkte. Produkt. Komponente. Irgendwer hat mal irgendwann geschrieben, dass ich alles mit Synthesegas machen kann. Dann brauche ich die Charcoal wieder. Ich will ja die Charcoal nicht haben, ne? Das ist so, das will ich raus haben. Da kriege ich den Naphtha, Red Catalyst und Carbon Monoxid. Na gut, da brauche ich auch wieder was. Carbon Dioxid, Synthesegas, Green Catalyst, das Purified Water und Methanolgas. Okay. Aber, nee, das kriege ich da auch nicht raus. HD. Gibt es anscheinend hier unten nichts weiter, wo man da mit dem Gas noch was werden kann. Nee. Na gut, okay. So, hier haben wir das Gas aber auch schon. Na gut, hier liegt noch jede Menge davon rum. Das wird hier auch verbraucht in der Forschung, also beziehungsweise hier bei der Herstellung von Schmiermitteln. Also ich könnte Base Mineral Oil umändern. Ich habe ja genügend Base Mineral Oil auch. Das kann ich ja umformen. Dann habe ich aber nebenbei ein anderes Produkt noch, ne? So, Oil Residuals, also das ist interessant, ist das ja schon, ne? Hier sind 20, 20, 20. Da fallen nur 10 ab aus 100 Naphtha. Hier fallen 10 ab aus Base Mineral Oil und Dampf. Und hier fallen aus Fuel Oil und Dampf. Na gut, ich könnte natürlich auch Fuel Oil verdampfen, aber ich kriege das Synthesegas in Massen denn? Kann ich das Synthesegas in irgendwas umwandeln, was ich gebrauchen kann? Hier in dem Bereich nicht, ne? So, aber wir müssen erstmal gucken, ob wir die Samen haben hier. Also diese komischen roten Dinger brauche ich, diese Seeds, weil mit diesen Seeds kriege ich aus diesen Feldern diese Dinger, aus diesen Dingern kriege ich auch wieder diese Seeds. So, also gucken wir mal, haben wir denn solche roten, feuerroten Samen irgendwo hier? Die anderen Dinger, die hätte ich hier. Da gucken wir, da haben wir was. Wo kommen die denn? Achso, warte, wo kann ich die überhaupt herkriegen? Moment. Die kann ich aus dem Swamp Garden, kann ich die kriegen. Okay, hätte ich auch drauf kommen können. Wenn ich da Schlammwasser brauche. So, dann müssen wir einmal kurz mehr ein Karree runtergehen. Fahren Sie mal alle durch hier. Danke, danke, danke. Da wird abgeladen. Immer in kleinen homöopathischen Dosen natürlich. Alles andere wäre ja zu viel. So. Dann können wir nämlich hier nochmal gucken, ob ich hier solche Dinger schon habe. Oder ob ich den erstmal mit den... Nee, da nicht. Da auch nicht. Oh, 35 Stück habe ich. Und hier die Dinger habe ich auch schon. Gut. Also da haben wir 35 Stück. Die müssen wir natürlich dann erstmal massiv herstellen, damit wir da ein bisschen mehr kriegen. So Nüsse haben wir keine hier drin, ne? Nee. Okay. Gut. Was ist das für Samen? Interessant. So. Gut. Das wird hergestellt. Dann gehen wir in den Nachbarkarree mal rein und dann fangen wir mal an und planen uns dann mal so ein bisschen Platz, wo wir das brauchen. Wir müssen eine Anlieferungsbahnhof für Gas bauen, damit wir das Gas aus der Dings herbekommen. Das sollten wir unbedingt tun. Hier ist irgendein Zug erwartet. Der kommt hier irgendwann an. So. So, ich würde hier dann auch jetzt die neuen Busbahnhof, hätte ich fast gesagt, hinbauen. Wo sind sie? Wo ist er denn hier? Der Hangar. Hier, Hangar. Da, Hangar. Die neuen Hangare, Hangars, Hangari nutzen.
So, Reichweite immer noch. Wie lange muss ich da ran? Sehr gefährlich, hier lebensgefährlich. So, wenn wir das nämlich mal hier gleich noch mit ersetzen. Damit wir in der Mitte halt einfach die Sachen so setzen können, wie wir sie ganz gerne haben wollen. Also auch ein bisschen nicht ganz so viel Störung da drin haben in den einzelnen Feldern, wenn das denn produziert wird. Dann gucken wir mal. Also wir könnten das natürlich vielleicht auch aufskalieren auf 1,5 Giga ohne Probleme, denke ich. Weil wir eigentlich können wir probieren, dass wir 2 Giga unterkriegen, oder? 2 Gigawatt hier drin? Kontinuierlich? Das könnte eigentlich nur helfen, oder? Würde ich sagen. Denn wenn wir das nämlich oben in der Energieerzeugung, wenn wir umstellen, da ist schon ausgetauscht, okay. Dann müsste der Down auch schon erscheinen, ja, sehr gut. Kommt hier einer hin? So, dann kommt das weg hier. Construction Roboter habe ich auch genommen. Na toll, die fliegen jetzt da rein. Ja, sehr schön. Nehmen sie gleich wieder auf. Manchmal ist es aber auch wirklich. So, ach, hier stehen noch ein paar Förderbänder im Weg. So. Die mittlere Stromleiste, die muss ich ja lassen hier. So, jetzt erstmal ein bisschen Platz schaffen hier. Und dann können wir loslegen, das Kraftwerk zu planen. Mit den Feldern am Anfang. Das wird schön. Nee, warte mal, den hätte ich jetzt, glaube ich, lassen müssen, ne? Moment, Moment, Moment. Dann muss ich den Strommast hier auch lassen. Dann kann ich auch die Rapunzel wieder hinstellen. So. Gut, dann hol die Strommasten mal ab. Wo Lampen habe ich noch hier noch? Hol die Dinger mal ab hier. Warte, wo sind die roten? Oh nicht. So. Gut. Also, wir brauchen. Erstmal stellen wir hier oben auf. Kann ich das auch auf Gigawatt stellen? Ich kann auch auf Gigawatt stellen, ne? Also, wir wollen 2 Gigawatt hier herstellen. Ich denke, die Gebäude kriegen wir hier runter. 200 davon, 189 davon, das davon. Wir müssen ein bisschen Peatpipes dann verlegen. Die Dinger müssen wir clever aufstellen. 140 davon sollte kein Problem sein. 102 Gärten, 170 oder 102 davon, 170 davon. Ist auch ein ganz blödes Verhältnis. Also so. Wirklich ein blödes Verhältnis. Da gibt es auch keinen neueren von, ne? Upsala. So, 37 davon. Okay, das passt wieder. Das ist so 1 zu 3 ungefähr jedes Verhältnis. Dann haben wir 147 davon. Das ist natürlich noch sehr, 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 sehr teuer. Aber habe ich die schon? Ölraffinerie 3? Oder 4? 3 habe ich bestimmt, oder? Ölraffinerie 3? Kicken wir mal hier. Ölraffinerie 3. Kann ich bauen? Habe ich bestimmt da. Alles klar. Okay, das geht auch einigermaßen im Verhältnis. Das kann ja alles so on Klotz stehen hier, ne? Die ganzen Felder können on Klotz stehen. Da müssen ja bloß die Samen durchtransportiert werden. Die müssen hier durch den Dings durch. Wir müssen natürlich ein paar mehr Samen machen, damit wir die dann wieder rausproduziert kriegen. So, da brauchen wir 54 mehr davon. Das heißt, hier wollen wir 55 davon herstellen und dann müsste das hier, nee, aber mal 56 davon herstellen und mal 57, so, dann passt das einigermaßen. Also brauchen wir 190 Felder, das ist okay, das kann man gut aufbauen, das ist 19 mal 10, das geht. So, dann stellen wir 100 von den Dingern davor oder 102 halt, wir mal gucken, dass wir das einigermaßen gut hinkriegen vom Verhältnis. Und dann sollte das eigentlich wieder gehen. Dann haben wir eine Samenrückführung, also wo die Samen dann zurücklaufen. Wir müssen Matt hier herstellen. Auch kein Problem. Und sage ich jetzt einfach so, aber Matt kann ich doch einfach so herstellen, oder? Wo kann ich denn Matt herstellen?
Nicht matt, matt kann ich nicht einfach so herstellen? Dachte, ich könnte auch matt einfach so herstellen. Huch! Dachte, wenn ich jetzt so Wasser und Dreck zusammenbringe, habe ich matt oder so? War es zu einfach gedacht? Gut. Gibt es 5 Rezepte. Heavy Matte Water, da, da, da und da und da und da. Wenn ich so viel Matt herstellen möchte, zum Beispiel nur damit. Da wird's teuer. Da wird's teuer. Und platzintensiv. 372 davon, das ist richtig platzintensiv. Aber da kommt richtig ordentlich so ein Gas raus hier, ne? Da kann ich richtig Schwefel herstellen. Gott. Ich muss mal gucken, wie man noch so Fuel Oil herstellen kann, würde ich sagen. Wir wollen mal ein Rezept hinzufügen. Dann gucken wir mal, wo wir das mit dem, dass das, oha. Bei dem anderen muss ich Sand herstellen. Auch in Massen, klar. Also muss ich diesen Kies herstellen. Ach nee, das hätte ich nicht hinzufügen hier. Warte mal, nee, was ist das? Kann ich das wieder löschen? Okay, also, oha. Hier wäre die Dinge, wo ist das Fuel Oil dazu? Fuel Oil, Fuel Oil, das muss doch hier irgendwo auch sein. Gucken wir einfach mal. Nee, hier gibt es nichts zu suchen. Filter. Liquid Fuel, Fuel Oil, wo ist denn? So, also es gibt die Möglichkeit. Vielleicht müssen wir auch eine Mischung machen, ne? Die Mischung macht es dann vielleicht. Weil da kriegen wir immer so ein paar. Hier kriegen wir ja auch. Ist schwierig. Also nur das Nutrient Pipe, das wird ja, das ist ja elendig viel. Was ist denn das hier? Wenn wir jetzt so viele herstellen. Wie kommt er denn jetzt so auf? Was? Wir können auch das versuchen, das Ding einfach mal auf. Das könnte interessant werden. Aber ich muss hier erstmal Ausgang. Ist das hier irgendwie. Achso, nicht koppeln. Ausgang. Soll sein. Wo hier oben? 3200. So, dann brauche ich das hier. So, das können wir, geben wir das raus hier. So, nehmen wir das mal dazu. Das ist ja das, was wir da sowieso brauchen. So. Ach, da brauchen wir das als Zutat. Okay, nee, das ist blöd. So, da brauchen wir richtig viel. Ach du Schande, nee, da kriegst du so viele andere Sachen bei. Die holst du dir da rein. Nee, komm, das mal. Wir versuchen es so mit dem, diesem hier. Wasser und Produkte. Da fällt Wasser ab und das ab. So. Und das kann ich. Oh, das kann ich auch aus Nüssen oder Pips oder ähnliches herstellen. Sogar in reiner Form. Und aus Leaves kann ich das auch herstellen. Okay, da kann ich also quasi alles nehmen. Okay, okay, aus Beans, da fällt richtig viel ab.
Hier hätten wir auch Fisch, ne? Da haben wir ja, ich glaube, ich habe das mal irgendwann schon mal durchprobiert, dass das mit Fisch ganz gut klappte hier, ne? So, auf Fisch. Kann ich da was machen? Fischöl. Kann ich das Fischöl nochmal irgendwo verwenden hier oder so? Geht hier irgendwie Fischöl irgendwo? Oder geht hier irgendwo Fischöl? Nee. Ah ja. Bisschen viel. Wenn wir jetzt hier diese Tanks nehmen, ich hab das hier, ne? Nee, was ist das Falsche? Was hier? Ach, guck mal, da fällt das auch schon dabei. Nee, nee, das ist alles. Also mit Fisch kommen wir da nicht weiter. Okay, so, dann probieren wir es mal. Also mit Leaves und Nuts und ähnlichem kriegen wir es raus. Wir könnten das herstellen. Fruits. Und da gibt es ein Rezept, das hat beides, ne? Das hat ja sozusagen, da kriegen wir ja beides raus, Fruits und Pips. Und hier kriegen wir auch beides raus. Richtig in Massen sogar. Das braucht Fertilizer, das kriegt man auch so hin, das kriegt man in einem Temperated Environment Farm. Die haben wir schon, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann brauchen wir die Kuala Seeds dafür. Das sieht eigentlich eher umsetzbar aus. Zumal wir hier noch dann die Fruits haben, also wir könnten natürlich hier auch gucken. Wenn ich nur, warte mal. Gibt es etwas, was mir nur Fruits herstellt? Warte mal, kann ich das auch nur aus Fruits machen? Ja, ne? Gibt's irgendwas? Was mir nur Fruits herstellt? Da kriegt der lose Fiber, okay. Dann brauche ich wieder Sand in Mengen, aber okay, das geht. Der lose Fiber, ja gut. Ah. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Also ich meine, dass das Wasser hier oben abfällt, mehr von mir aus. Das lass weg. Das ist okay soweit, ne? Aber wir brauchen immer noch das Zeug dann, aber okay. In Massen. Das könnte gehen. Es gibt zu viele Optionen. Es gibt zu viele Optionen. Und wenn ich das mit Korn mache? Wie sieht das, wenn ich das mit Korn mache, aus? Ja. Doch. Hätte ich nichts gegen. Hätte ich nichts gegen. Na dann halt 76, mein Gott. So. Das würde gehen. Den Sand hergestellt. Brauchst du 75 davon? Okay, von mir aus. Hier davon. Hier davon. Hier davon. Hier davon. Das ist okay. Das ist eigentlich ganz okay. Warte mal, dann machen wir das mal hier. Ab hier weg. So. Und dann drücken wir jetzt hier den Klick. Dann müsste das ja verbunden sein. So, jetzt müsste man
Das Wasser, was hier über ist, also das Wasser, was hier anfällt, kann ich ja da unten schon wieder mit verwenden, okay? Das Wasser, was hier über ist, müssen wir jetzt bloß noch in dieses Gas umwandeln können. Dann wären wir eigentlich schon durch. Gut. Ich muss was haben, wo ich dieses Gas in Massen herkriege. Das ist mein größtes Problem an diesem Art von Kraftwerk. Das ist definitiv der Fall. Weil ich das Fuel Oil nicht anders hergestellt kriege. Jetzt müssen wir mal gucken, ob es da noch Rezepte gibt, die ich noch nicht kenne. Okay, wir gucken mal hier bei... Wo kann man Fuel Oil herstellen alles? Fuel Oil Hersteller. Gibt es etliche Rezepte? Kann man Vegetable Oil zu nehmen? Okay, man kann Rohöl nehmen, und Hydrogengas. Kommt aber fast nichts von dem, was man braucht. Aus dem Fass kann ich es holen. Nutrient Pulp kann ich nehmen. Hier fällt Wasser ab. Das haben wir jetzt aufgebaut mit Base Mineral Oil. Wenn ich über Vegetable Oil gehe, wird es schwierig werden. An anderen Stellen noch. Das heißt, ich müsste eigentlich irgendwo eine Ölindustrie aufbauen, wo genügend davon abfällt. Gibt es 10 Rezepte für. Also ich könnte Fuel Oil verdampfen, aber da kriege ich fast nichts. Ne? Da kriege ich mal Synthesegas, ja, das kennen wir ja schon. Hier können wir Methanol an Gas verdampfen. Naphtha und Dampf. Und hier ist halt Dampf und 10 von diesen Ölrückständen. Das ist quasi das Einzige, wo es schwierig wird. Hab ich nicht. Warte mal, wie viel bringe ich denn bei meiner Plastikkonfiguration? Vielleicht 600 her. Plus die noch. Die vergase ich ja oder verdampfe ich ja gar nicht dort. Achso, nee, warte mal. Ich habe bloß eine Plastikproduktion. Muss ich hier gucken. Habe ich die aufgebaut? Ich glaube ja, ne? Dampfen Boiler vom Sonnen. Ja, die habe ich aufgebaut. Also, wenn ich Plastik kontinuierlich herstelle, habe ich 600 von dem Zeug. Ich verbrenne es momentan. Sollte ich vielleicht auch nicht mehr tun. Ich werde es mal nochmal einkesseln hier ein bisschen. So. Die müssen ja baubar sein, die Dinger. Wo habe ich denn noch die Abfallgeschichte? Sonst habe ich das nirgendwo mit bei, ne? Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Also ein Kraftwerk kriege ich so bedient, weil ich wahrscheinlich nochmal irgendwo ein Kunststoffwerk irgendwann haben werde. Und dann werde ich genügend von dem Gas sozusagen haben, was ich da hinkarren kann. Aber es wird immer wieder Mangelware werden. Und extra irgendwas zu haben, wo das herkommt. Mann ey. Sind wir in der Forschung nicht noch irgendwas Schönes? Boah, hätten wir ja denn da gesehen, ne? Hier bei der Gasgeschichte. Kommt auch nichts mehr bei rum. Da kommt nichts mehr bei rum. Es ist, wie es ist. Oder wir müssen halt wirklich auf Atom gehen. Und dann wirklich notdürftig erstmal noch was anderes machen. Es sind alles Überlegungen, Planungen. Ich weiß, dass es jetzt alles ein bisschen zieht und sich zäh anfühlt. Aber ja, ich will euch da ja mitnehmen. Und vielleicht hat ja der eine oder andere dann doch noch wieder schon mal eine kleine Idee gehabt, die es besser machen kann. Gut, ich werde jetzt erstmal nochmal in mich kehren. Und diese blöden Hangare, ich sehe sie einfach nicht, verdammte Axt. Oh. Wäre das Einfachste von der Welt, mal irgendwie die Werkzeuge zu nutzen, die man hier wirklich hat. So, ich reiße den Rest jetzt hier noch ab, was ich hier drin nicht brauche. Also die Funkdinger und so weiter. Und dann werde ich hier gucken, wie weit ich komme.
Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.